geben. Bin weiter unten. Er hat einen. Ich hab einen. Einer oben am Hügel. Da mein Marker. In den Büschen, da hat sich hingelegt. Okay. Ja. Er hat Hit Sniper Hit bekommen, aber ich treffe ihn nicht mehr. Der kriegt er immer noch, oder? Ne, der ist immer noch. Genau am grünen Marker. Hams. GG. Die hier unten haben hauptsächlich Dingens gespielt. Standard-Gutschein. Also nicht den ganz letzten Gutschein, sondern den anderen. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück. Heute ein bisschen anderes Video. Ich habe euch sehr coole kleine Clips zusammengeschnitten, um euch den perfekten Eindruck zu machen für den Shooter des Jahres für mich. Und das ist eine extreme Aussage, denn ich bin seit Februar letzten Jahres Hardcore-Tarkov-Fan. Das Killgefühl, das immersive Gefühl, die Art, wie man spielt, High Risk, High Reward, ihr riskiert alles, ihr verliert alles. Das sind Games, die mich mittlerweile einfach mehr interessieren, weil Call of Duty ein Game geworden ist mittlerweile, was keine Anstrengung hat. Also niemand muss sich das vormachen, was man sich früher vorgemacht hat, dass Call of Duty irgendwie herausfordernd ist oder so. Es ist ein schnelles FPS-Game, wo der Hauptgrind auf Tarnung ist für viele. Und viele andere Games haben, nachdem Battle Royale Gott sei Dank jetzt mal so ein bisschen zur Ecke verschwindet, was genauso wenig herausfordernd ist, sondern einfach nur anstrengend, haben es geschafft, in diesem Extraction-Based-Shooter-Modus reinzugehen. Das ist Arena Breakout, das ist Escape from Tarkov, verschiedene andere Games. Und Delta Force ist das perfekte Beispiel, wie man super, super viele richtige Gameplay-Entscheidungen, was Speed angeht, was Charaktere angeht, was Waffengefühl angeht, was Sound angeht, Grafik, Performance, hinbekommt. Und das vor dem Release. Der Release von dem Game ist am 5. Dezember. Es ist der Early Access, da kann jeder spielen auf dem PC. Konsole kommt erstes Quartal 2025 mit Controller-Support. Ab dem 5. Dezember wird der Fortschritt nicht mehr resettet. Es wird der Live-Service eingeführt, es kommt weiterer Content. Und schon jetzt beim Steamfest und in dem Alpha- und Beta-Playtest, die wir vor 2 Monaten hatten, hat dieses Game komplett überzeugt. Und es ist Free-to-Play, das ist das Wahnsinnige daran. Vom Content her, den wir allein in der Alpha und Beta und Steamfest gespielt haben, könnte man das Game für 40 Euro releasen und hätte nicht weniger Content als nach einem ganzen Jahr in Call of Duty. Und der Battlefield-Modus ist sehr, sehr cool. Der ist viel, viel besser als Battlefield 42. Der Extraction-Based-Modus, taktische Unruhen, ist aber das, was mich am meisten fasziniert hat und das, worauf ich mich mit Abstand am meisten freue. Und es wird jetzt am 5. Dezember starten. Damit ihr ein bisschen das Gefühl für das Game bekommt, habe ich euch das zusammengeschnitten mit ein paar Kills zwischendurch, mit ein bisschen Action. Vieles an diesem Game und vieles, was diese Entwickler bisher gemacht haben, ist genau das, was man machen muss, um nicht nur diese Hardcore-Fans wie mich für Extraction-Based-Shooter zu bekommen, sondern auch Leute, die vielleicht noch ein bisschen Angst haben, da reinzukommen, weil es eben Hardcore-lastiger ist und weil es eben schwieriger ist, die aber Lust haben. Und genau da setzen sie an. Man wird wiederbelebt, man hat eine Minimap. Wer absolut nur Hardcore möchte, was Extraction-Based angeht, wird weiter Tarkov spielen, was ganz, ganz viele Probleme diesen Vibe hat. Und wer da reinkommen möchte, sollte sich das Video bis zum Ende anschauen, denn die Szenen sind gut, die Gunfights sind gut, die Spezifähigkeiten funktionieren sehr gut, sind nicht so übertrieben, aber insgesamt, meiner Meinung nach, nach dem Playtest vor 2 Monaten und nach dem Steamfest-Playtest jetzt, das Game dieses Jahr nach Stalker 2, auf das ich mich am meisten im Release freue, und das Game, was für mich persönlich bisher das Game des Jahres ist, und wir haben nur eine Alpha und eine Beta gehabt, die mit Content vollgepackt waren, es ist unglaublich. Genießt es, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Haut rein. Schon raus. Ja, die kommen jetzt raus. Sind in den Rücken schießen. Bleib in der Ecke oder so. Nicht gut. Wir werden hier gleich lang laufen und dann lass den irgendwie in den Rücken schießen. Komm hier am besten, nehme ich in die Ecke oder so. Wenn die jetzt gleich links an vorbeilaufen, können wir ein oder zwei gleich, weißt du? Mhm. Versuchen einen vorbeizulaufen zu lassen, wenn die direkt nebeneinander laufen und dann auf beide zu schießen.
Sollten uns nämlich noch nicht gehört haben, es sei denn, die haben das Looten gehört gehabt. Alle tot. Ich glaube, ich kann mit der Zipline hier hoch. Ja, kann ich. Einmal zwei gehittet. Ich bin gleich beide hinter dir hochgelaufen. Ich habe nur zwei gesehen. Pass auf, sind aber beide tot. Haben sie. Alle tot. Ja, ich glaube, es ist der Kill. Der war noch nicht hochgehalten. Nice. Der andere kommt vom Eingang, wo wir waren. Muss außen an der Ecke hocken, noch genau an der Ecke von der Mauer. Gleich sehen. Hab ihn. Alle tot, ne? Guter Caller. Team Kam, sagt er. Ja, ich hab ihn gehört. On our way. Wer jetzt auch wüsste, wo? Er hat ja markiert. On me. Tree. Oh. Oh. Einen gelockt. Und gefinisht. Ich hab zwei auf meiner Seite. Weißt du wo? Ich sehe ihn gerade nicht. Ich hole mir gerade meine Weste wieder. Ich bin komplett offen. Hab rein. Letzter ist hier drin. On my ping one. Ich hab ihn gesehen. He looked me. Good. Er lootet ihn, sagt er. Er pusht. Inside. Will ein Teammate holen. Bei mir hier. Hab ihn. Ausgelöscht komplett? Ja. Yeah. Let's fucking go! Linke Seite hier hinten. Ja, ich rotiere wieder rüber. Und außen. Ja. Jetzt. Shield Break, einer down. Zwei einer down. Hit. Ganze Truppe ausgefallen. Ein Aufklärer und. Vor uns. Arvin. Vor mir ist noch einer. Ich hab die beiden. Auf der Höhe irgendwie einer? Hat halt blau. Ist er tot sein, glaub. Player. Ja, wir sehen. Hab einen. Irgendwas hat ihn komplett gekillt. Nades von oben. Ja, die haben auch vorher gerade gelaufen, ich aber auch.
Taschenlampe über mir. Hab noch einen. Hab auch einen. Nice.